Hi, hier ist der Frank von foodbloghamburg.de. Ich freue mich, dass ihr für ein neues Video auch eingeschaltet habt. Wir wollen heute einen Salat machen. Wir sind ja die ganze Zeit schon immer dabei, so ein bisschen was für die Grillsaison zu machen. Und so ein griechischer Salat oder Hirtensalat oder wie auch immer man das nennen möchte, ist auch klasse dafür und eine tolle Beilage, genau wie unser Fladenbrot vom letzten Mal. Deshalb machen wir heute halt einen Hirtensalat. Als erstes müssen wir für diesen Salat uns einen Hirten fangen. Um so einen Hirten zu fangen, braucht man natürlich eine gute Vinaigrette. Die machen wir jetzt als erstes und wir brauchen dafür einen Esslöffel Essig. Ich nehme jetzt hier einen Apfelessig und in diesen Apfelessig tue ich mir ein wenig Zitrone noch hinein. So. Ja, weil ich es jetzt so schön sauer gemacht habe, muss da natürlich auch ein bisschen Zucker wieder rein. Ein bisschen Pfeffer und ein bisschen Salz, wo wir gerade bei den Gewürzen sind. Wir beziehen unsere Gewürze von gewürzmaster.de. So, jetzt rühren wir das alles um, lösen das erstmal auf. Jetzt haben wir das alles schön aufgelöst. Jetzt kommen da halt genau 2 Löffel Olivenöl nehmen wir da hinein und das Ganze werden wir gleich schön umrühren, damit sich das schön alles verbindet. So, meine Vinaigrette ist fertig, fast ein bisschen wenig. Müssen wir gleich mal gucken, wenn wir beim Salat dabei sind, ob das ausreichend ist. Ich habe mir vorgestellt, dass ich in unseren Salat reintun möchte. Eisbergsalat, davon nehme ich die Hälfte. 2, 3 von diesen Tomaten. Dann habe ich ein bisschen Feta-Käse. Dann haben wir hier ein paar Artischockenherzen. Muss nicht, kann man, ich mag die ganz gerne. Auf eingelegte Peperoni stehe ich absolut. Und dann habe ich noch ein paar eingelegte Oliven. Die sind so ein bisschen mit Chili eingelegt. Kann man hier auch sehen. Sehr lecker. So, jetzt habe ich den Mund voll. Ich gehe jetzt mal eben schnell meine Sachen abwaschen und dann geht das los. So, einmal den Salat. Ich halbiere den. Das reicht für uns aus. Den Rest verwenden wir dann in den nächsten Tagen. Und ich werde den jetzt einfach nur so runterschneiden. Und dann schneide ich das hier nochmal so runter und dann habe ich eigentlich schöne mundgerechte Teile von unserem Salat, die ich gleich alle schon mal in meine Schüssel schmeiße. Und der Jock hat neulich eine schöne Gurke geschenkt gekriegt aus dem Garten von der Bekannten. Die werden wir jetzt auch gleich mit dazu nehmen. Die schneide ich schön dünn auf und dann kommt die auch gleich mit da hinein. So, ich habe jetzt schon mal 3 Tomaten hier liegen, die werde ich jetzt auch so fein einfach runterschneiden. Also eine rote Zwiebel brauchen wir auch noch. Die schneide ich mir jetzt eben auch noch, aber nur so in Ringe. Die Zwiebel schneide ich jetzt einfach nur so in Scheiben. Die Artischockenteile mache ich auch noch ein bisschen kleiner. Wir wollen das ein bisschen mundgerecht haben. Also nicht so eine Riesenbrocken da drin. Sehr schön. Geht ja auch nur um so ein paar, muss ja jetzt nicht hier die ganze Packung sein. Man kann das Rezept, ich werde das Rezept auch wieder unten verlinken, so dass da auch jeder rankommt. Da könnt ihr das im Endeffekt dann, muss mal gucken, ich mache das wahrscheinlich für 2 Personen und dann kann man das jetzt so ein bisschen rauf und runter skalieren an Mengen, für wie viele Personen man das dann halt so braucht. So, ich werde das jetzt einfach mal hier so ein bisschen mit der Hand vermengen, schon mal. Das sieht doch schon mal ganz nice aus. Sehr bunt. Genau, jetzt tun wir da noch ein bisschen die Oliven drauf.
finde ich sehr lecker. So. Toll. Und die eingelegten Peperonis finde ich auch sehr, immer wieder sehr lecker. Und dann tun wir da die Vinaigrette drüber. Gleich. Heute bin ich ein bisschen vergesslich. Also, wir haben noch ein bisschen Schnittlauch, was wir auch reintun können und wollen. Das muss ich gleich nochmal klein schneiden. Und krause Petersilie haben wir auch. Während ich die jetzt klein schneide, könntet ihr ja mal eben schnell uns abonnieren, wenn ihr das noch nicht habt. Oder mir einen Daumen nach oben geben, würde ich mich auch sehr freuen. Wenn dir dieses Video nicht gefällt, gibst du mir natürlich einen Daumen nach unten, ist auch klar. Und kommentieren dürft ihr natürlich auch, wenn ihr Bock habt. Wenn ihr irgendwelche Anregungen habt oder irgendwelche Ideen, was wir mal kochen sollen, schreibt es einfach unten rein. So, krause Petersilie haben wir auch gleich klein geschnitten. Sehr schön. In der Schüssel? Jawohl, schon passiert. Sehr schön. Ja, finde ich auch. So, dann kann ich jetzt nämlich die Vinaigrette drüber gießen. Ich würde sagen, na, aber es wirkt irgendwie, als wäre es ein bisschen wenig. Dann muss ich gleich halt noch ein bisschen was nachmachen. Und jetzt brauche ich mal einen Löffel, um das mal schön umzurühren. Jetzt würde ich da nicht mal mit den Fingern rein. So, jetzt werden wir das mal schön vermengen hier alles. Und dann schmeiße ich da gleich den Feta-Käse drauf. Ich tue das dann nochmal für eine Stunde. Ich weiß noch gar nicht, ob ich es wirklich im Kühlschrank tue. Vielleicht lasse ich es auch einfach draußen stehen, damit es nicht ganz so kalt ist. Aber ich lasse das dann erstmal eine Runde ziehen. So, jetzt brösel ich da den Feta-Käse drüber. Sehr schön. Ich lasse das jetzt eine Stunde stehen und dann zeige ich euch das gleich nochmal auf dem Teller. Und dann probieren wir es zusammen. Aus der Stunde sind jetzt bei uns 2 Stunden geworden, wie das halt immer so ist, ne? 1000 Sachen passieren. Aber mittlerweile ist unser Salat schön gezogen. Ich hoffe, ihr habt uns alle einen Daumen nach oben gegeben und schon angefangen, Bemerkungen zu schreiben. Wir haben unseren Salat jetzt schön auf den Teller gepackt. Giacho kann das ja mal eben zeigen, wie genial der aussieht. Ich muss heute noch ein Stückchen Fleisch dazu essen, hat sie beschlossen. Da habe ich jetzt ein Stückchen Schweinefilet und machen wir da jetzt noch ein bisschen Süßchen drüber. Und ja, da seht ihr unseren schönen Salat. Kann man mit Sicherheit auch 1000 andere Sachen vom Grill noch dazu essen. Ich finde aber auch, dass der schon fast pur, ich habe natürlich schon probiert, pur richtig genial schmeckt. Der Joker hat auf ihrem Teller auch schon ein bisschen was liegen. Ich hoffe, unser Salat hat euch gefallen. Ich werde wie immer unten eine Einkaufsliste in die Description Box packen. Gebt uns einen Daumen, schreibt uns ganz viele Kommentare. Ich freue mich schon drauf. Und ja, wir sehen uns dann das nächste Mal, wenn der Foodblog von Hamburg wieder ein neues Video macht. Und tschüss sagen. Ciao, ciao. Und Frank vom foodbloghamburg.de. Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.